Servus Leute, hier ist der Matze. Willkommen hier zu einem neuen Trip. Ja, wie ihr seht, ich mache mal wieder einen schönen Overnighter mit meinem Dachzelt. Heute mal richtig Bad Boy Ausrüstung. Ich bin hier an einem wunderschönen Naturplatz, zwar direkt an der Straße, wie man es auch hören kann, aber dennoch, wow, tip top. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe den Platz hier auch gebucht, ist mir egal, also das ist halt auch richtig klasse. Also mir gefällt das hier richtig. Ich mache jetzt auch gleich eine Führung durch diesen Platz, um euch noch mal besser zu zeigen. Aber ja, bleibt dabei zu einem neuen Overnighter. Dann fange ich mal an, euch den Platz zu zeigen. Ja, der Platz befindet sich hier mitten an einer Straße. Man kann es natürlich hören, ganzen Autos. Aber man ist halt wirklich naturgetreu, schön in so ein Auenwäldchen, das ist echt toll. Ich befinde mich in Rheinland-Pfalz. Was kann ich noch sagen? Also der Platz ist ausreichend groß für mehrere Fahrzeuge. Man kann den buchen und reservieren. Man kann noch mal bis zu 5 Leute inklusiv mitbringen. Also das ist wirklich Privatsphäre gegeben. Und es werden hier auch keine weiteren Gäste mehr kommen. Also wenn du den Platz buchst, dann hast du den für dich alleine. Also echt cool, richtig cool. Der Platz an für sich ist ja relativ sauber. Es ist halt alles sehr naturbedingt. Hier direkt an den Bach, also größeren Bach, breiteren Bach. Und nochmal ein Querbach, der von der Straße kommt, also nicht von oben, sondern natürlich alles von unten. Hier befindet sich über den Steg nochmal so eine kleine Wiese, weiß nicht, mit einem Kastanienbaum. Hier hat man auch nochmal Zugang zum Bach. Hier gibt es einen Geräteschuppen. Hier ist halt ein, ja, ist ein irgendwas Gedönste drin, Rasenmäher etc. Hier bei der Platz, der wird hier definitiv sauber gehalten und gut gehalten, wird gemäht und ja, also alles kann der ja auch nicht sehen und wissen, der Besitzer. Also ich finde ihn eigentlich relativ sauber. Hier befindet sich so ein alter Lost Place, eine alte Bahnbrücke, die stillgelegt worden ist. Also hier auch dieser Strommast. Meines Erachtens ist der außer Betrieb. Da hinten drin, das ist eigentlich auch so typisch, liegt ein bisschen Müll rum und so. Hier geht es noch mal weiter. Hier sind auch noch ein paar Parkflächen. Hier ist der Eingang, also die Zufahrt von der Straße aus. Was braucht man mehr? Natürlich eigentlich gutes Wetter. Das habe ich heute nicht, ist mir aber egal. Ich freue mich auch mal, ein neues Setup auszuprobieren. Heute das erste Mal mit dem Tarp. Und ja, also ich finde relativ sauber den Platz, also eigentlich angrenzend zu sehr sauber. Das Einzige, was man hier halt nicht hat, eine Toilette, ne, Leute. Also wenn ihr das bucht, muss halt definitiv irgendwas mit oder müsst ihr euch improvisieren, euer Reste, Hinterlassenschaften wieder mitzunehmen und sauber zu hinterlassen. Müll wird hier natürlich auch nicht abgegeben. Das musst du auch selber mitnehmen. Aber es ist halt ein Naturplatz. Ne? Also dafür zahlt man halt auch wenig Geld dafür. Und man kann halt
legal übernachten. Brauchst dich über keine Ordnungshüter, Förster, Jäger oder Polizei oder nach dieser Aufnahme mit schlimmen Gedanken rechnen, dass man belangt wird. Von denen her gesehen, ja, bleib dabei. Das Tab hat auch seine sehr guten Abspannpunkte gefunden. Es ist einfach nur so improvisiert aufgebaut, wie man es erkennen kann. Es ist das Didi Hammock Multicam. Ich habe hier einfach die vorletzten Schlaufen am Dachzelt befestigt und dann nochmal die letzte Ecke mit dem Expander verstärkt. Hier drinnen hat man auch wunderschön Platz eigentlich. Auf der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Und kann mich sehr zufriedenstellen. Also ich habe ordentlich Platz. Ich kann trocken außen einsteigen, aber es wird dennoch, wenn es regnet, vom äußersten Plane des Daches hier runter und hier raus kommen. Aber das liegt natürlich alles an der entscheidenden Fallrichtung vom Regen ab. Es wird definitiv immer ein bisschen reintropfeln, aber das ist mir wirklich egal. Hauptsache relativ großartig im Trockenen zu sein. Und ja, dabei wieder mein Campingstuhl, mein Campingtisch, meine große Enders-Box auf die heutige Nacht gut ausgebaut. Jetzt gerade im Überlegen mit dem Gewicht des Deckels das Tab so ein bisschen mehr auszubohren, um mehr Raum zu haben. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, heute mal tolle Sachen dabei. Eine Fanta, zweimal Wasser. Ich habe heute richtig vor zu kochen. Klassisch mal EDC, eine Mütze. Es ist Herbst, also ich werde auch im Defense 4 schlafen. Ein Brettchen zum Essen und ein bisschen vorbereitet fürs Essen. Hier meine Pfanne, ein kleiner Kochtopf, Ersatzgaskartuschenöl. Kaffee, Windschutz, da ist ein Hygieneset drin, da ist meine Stirnlampe, hier habe ich Toilettenpapier, hier habe ich ein EDC, also sprich Verbandszeug, wenn was ist, wenn ich mich geschnitten habe. Hier ist nochmal ein kleines Moore, immer dabei. ein Poncho, ein Ringponcho. Und ein Fernglas. Und natürlich Gewürze, mediterranes Salz, also mit Kräutern. Mediterran nicht, sorry, also regional aus Deutschland. Und Pfeffer. Ich gönne mir dann heute Abend einen tollen Glühwein. Und wenn ich noch Hunger habe, habe ich hier nochmal vom Boost. Mein Schlafsack ist auch schon ausgebreitet und dass er sich schön mit Luft füllen kann. Boah, jetzt war er den ganzen Sommer im Schrank und heute darf er wieder raus. Es ist Anfang Herbst. Ja, am letzten Overnight, da habe ich noch im Tropen geschlafen hier drin, aber das war mir wirklich zu kalt. Heute habe ich den
Defense 4 dabei von Carinthia. Geschlafen wird auch noch im Imlet, im Grizzly von Carinthia. Definitiv, definitiv. Und mein schönes Kopfkissen. Kann ich da auch schon mal so ein bisschen reinlegen. Genau. Sonst habe ich noch eine Mütze dabei. Muss heute mal definitiv mal sein. Hier drin habe ich noch eine Thermoflasche. Das ist eine Thermoflasche von Blockhütte. Sensationell. Ich habe es jetzt knapp ein Jahr. Ich habe jetzt hier nochmal extra isoliert, weil, um es mal auszutesten, wie dann am nächsten Morgen dann der Stand für den Inhalt ist. Die Blockhütte Thermoflasche isoliert hervorragend, aber sie steht ja, wenn sie jetzt nicht diese selbstgebaute Isolationshülle hat, direkt hier am Dachzelthaut. Und da wird sie halt ordentlich abgekühlt. Also habe ich jetzt aus meinem letzten Overnighter an den Weingut festgestellt. Aber der Tee, der war dennoch mehr als wie lauwarm. Und jetzt ist es mal ein Versuch, einen Tee richtig heiß zu trinken. Also wenn ich jetzt die Thermoflasche jetzt drin habe im Haus oder in der Wohnung und bis nächsten Tag mal abwarte oder den Test, um halt mal zu testen, wie das so die Isolationsfähigkeit der Flasche ist. Also da habe ich auch natürlich nächsten Tag heißen Getränk drinne. Aber wir sind ja draußen. Also auf jeden Fall hier auch mal besser organisiert die Schuhe in der Tüte, weil ich habe noch keine Tasche, die ich nach außen raushängen kann für mein Dachzelt, für die Schuhe. Es gibt noch extra Dachzelttaschen für die Schuhe, aber ich bin halt da ein bisschen anders da groß geworden. Ich mag das Zeug immer hier mit am Mann haben. Ich bin meistens immer alleine hier drin. Also ich bin auch, habe keine Freundin. Ich bin alleinlebend. Und ja, mache halt dann auch öfter solche Outdoor-Abenteuern. Wieder mit dabei ein schönes Lichtchen mit mehreren Stufen. Das ist die hellste Stufe. Oh, ein falscher Knopf, kommt gleich. Eine warme Lichtstufe. Ein Rotsignal SOS. Und das Linerne gegen Moskito und Mücken ist heute definitiv angebracht, weil hier im Vorzelt sozusagen gibt es viele, viele Mücken. Ne? Also ist ja auch klar, also wir sind ja auch direkt hier am Wasser, von denen ihr gesehen. Ja, aber es wird halt auch schon weniger, weil es immer kälter wird. Es ist aktuell Ende September zu dieser Aufnahme und bin mal gespannt, wie es dann im Oktober ist. Also brauche ich es jetzt wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Aber Leute, ich höre es tropfen. Das heißt, ich werde mal runtergehen und mir noch mal schnell was zum Essen machen, ne? Bevor hier der Abend beginnt und ich den ganzen Abend im Regen hier liege. So, ich nutze die Zeit. Ich mache mir schon mein Essen. Wie ihr seht, ich habe ja schon meine Jacke an. Es tröpfelt mehr und mehr. Aber momentan hat es auch gerade wieder aufgehört.
einfach die Zeit ausnutzen, bevor ich mich nach oben in mein Dachzelt verkrieche. Ich muss hier natürlich bei der Aufnahme mega, mega schauen, wie stark die Lichtverhältnisse sind und so. Damit habe ich auch momentan ganz schön stark zu kämpfen. Deswegen, ne, koche ich nicht wie normale Leute auf meinen tollen Tisch. Da steht die große Box. Sondern ich nehme mir das Tritt zur Verfügung als Kochfläche. Aber es wackelt nichts, es klappert nichts. Von denen her gesehen, Vollgas. Was mache ich mir Schönes? Es gibt schöne Bratwürstchen, grobe Bratwürstchen mit Gemüse aus der Pfanne.